Liebste, sollst mir heute sagen, bist du nicht ein Traumgebild, wie's in schwülen Sommertagen aus dem Hirn des Dichters quillt? Aber nein, ein solches Mündchen, solcher Augen Zauberlicht, solch ein liebes, süßes Kindchen, das erschafft der Dichter nicht. Basilisken und Vampire, Lindenwürm und Ungeheuer, solche schlimmen Fabeltiere, die erschafft des Dichters Feuer. Aber dich und deine Tücke und dein holdes Angesicht und die falschen frommen Blicke, das erschafft der Dichter nicht. Dem Aufbau nach ist das doch ein Witz, was Heine hier erzählt. Wir werden gedanklich scheinbar in eine Richtung geschoben und erfahren am Ende, dass es von Anfang an die Gegenrichtung war. Etwa nach der Art, 70% aller Frauen finden ihren Arsch zu dick, 20% finden ihn zu dünn, nur 10% sind zufrieden, dass sie ihn geheiratet haben. Wir geben zu, beim ersten Lesen des Gedichtes waren wir auch hereingefallen, obwohl es Warnhinweise gab. Liebste, sollst mir heute sagen, bist du nicht ein Traumgebild? Das ist keine ernsthafte Frage an die Liebste. Sie ist ein ungläubiges Erstaunen, dass es einen solchen Menschen gibt. Das kann natürlich ein Staunen über die überwältigenden Vorzüge einer Person sein. Wie's in schwülen Sommertagen aus dem Hirn des Dichters quillt. Im Nachhinein wird uns klar, hier stimmt etwas nicht. Warum nicht in schönen Sommertagen? Und klingt es nicht ein bisschen eklig, wenn etwas aus dem Hirn des Dichters quillt, anstatt aus seinem Geist zu erstehen? Als ob es wie in einem Splatter-Movie das Hirn selbst ist, das aus einem eingeschlagenen Schädel quillt. Man geht ein bisschen beim ersten Lesen drüber weg. Nicht das schönste Verb in einem Liebesgedicht, reimt sich aber auf Bild. Ging halt nicht anders. Aber nein, ein solches Mündchen, solcher Augen Zauberlicht, solch ein liebes, süßes Kindchen, das erschafft der Dichter nicht. Diese Schönheit, diese Anmut. Der Dichter behauptet von seinesgleichen außerstande zu sein, sich so etwas auszudenken. Basilisken und Vampire, Lindenwürm und Ungeheuer, solche schlimmen Fabeltiere, die erschafft des Dichters Feuer. Der zweite Warnhinweis. Er beschreibt nicht scheiternde Versuche, dem Wesen einer Angebeteten in Worten gerecht zu werden. Stattdessen zählt er schlimme Fabeltiere auf, die seiner Schaffenskraft entspringen. Wir sind in diesem Moment noch bereit zu glauben, dass er damit sagen will, die dichterische Fantasie entzündet sich nun mal am Abgründigen und versagt deshalb am Schönen. Aber dich und deine Tücke und dein holdes Angesicht und die falschen frommen Blicke, das erschafft der Dichter nicht. Die Bombe platzt. Die letzte Strophe offenbart einen Blick in den Charakter der Geliebten, und der ist in seiner Tücke, die sich hinter dem holden Angesicht verbirgt, abgründiger als alles, was sich ein Dichter an schlimmen Fabeltieren ausdenken kann. Dass sich so viel Falschheit hinter solch frommen Blicken verbergen kann, daran scheitert des Dichters Fantasie. Aber was hat sie denn getan? Vielleicht begegnen wir dieser Liebsten im Gedicht, als ich auf der Reise zufällig. Demnach hätte sie ihm Hoffnungen gemacht und dann einen anderen genommen. Das ist ihr gutes Recht, vor allem, wo wir doch nie erfahren, was sie selbst dazu zu sagen hat. Aber der Abservierte dichtet in hemmungsloser Ungerechtigkeit Racheverse über Racheverse. Eine Kostprobe aus »Ich grolle nicht«. Ich sah dich ja im Traume und sah die Nacht in deines Herzens Raume und sah die Schlang, die dir am Herzen frisst. Ich sah, mein Lieb, wie sehr du elend bist.
Es ist gerade diese hemmungslose Ungerechtigkeit, die Heines Liebeslyrik so bewegend macht. Sie ist Ausdruck einer tiefen Verletzung. Die Tiefe des Falls des Verletzten wiederum ist Ausdruck für die Höhe der Liebe. Auf diese Weise wird nicht die Geliebte, aber umso unmäßiger die Liebe an sich geehrt.